Hallo und Ahoi zum 11. Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das 6. Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Dann starten wir mal, beziehungsweise setzen wir fort. Wir sind auf Scurvy Island, der Insel, auf der Elaine offenbar Limetten anbaut, um dem Skorbut vorzubeugen. Eine der vorherrschenden Schiffsfahrerkrankheiten. Oh, und das ist sogar mit Schild. Dort steht, die Skorbut-Behandlungs- und Präventionsliga oder SBUPL der Mali-Stiftung heißt Sie auf Scurvy Island willkommen. 2,5 Kilometer bis zum SBUPL-Hauptquartier. Okay. So, wichtigste Frage wäre, ob wir hier im Bild schon wieder eine Quizkarte übersehen haben können. Das passiert mir ja andauernd. Aber diesmal sehe ich keine. Es ist ein sehr realistisches Abbild des scharlachroten, gefiederten Spitz- und Schnabelvogels. Ich wusste nicht, dass Elaine sich für Holzarbeiten interessiert. Wow, ich bin drauf reingefallen. Netter Vogel. Ah, haben die uns mit dem Vogel verarscht? Sowas. Dann gehen wir wohl mal eine Runde spazieren. Jo. Ein großer Felsen, ein Leuchtturm, ein Strand und viele Limettenhaine. Ich liebe diesen Ort. Er ist wie eine 30 Meter lange Zuckerstange. Elaine und ich schwimmen dort manchmal. Okay, aber wir können da nicht hingehen. Elaine und ich haben darüber diskutiert, ob er wie ein Papagei oder wie ein Kakadu aussieht. Dann gehen wir wohl zum Lager, wenn wir hier nirgendwo hingehen können. Elaine, bist du salonfähig? Hallo? Keiner da. Hey, das war mal ein Bild von uns beiden. Was ist mit dem Teil von mir passiert? Hi, ich arbeite heute westlich des Treibholzstrands und südlich des Sees. Westliches Treibhausstrand südlich des Sees. Ich habe einmal einen Jack damit gezwickt. Und dann habe ich irgendwie versehentlich den Heftklammerentferner gezwickt. Ich hatte ihn jahrelang, bevor ich daran dachte, ihn Elaine zurückzugeben. Sie war froh und sauer zur gleichen Zeit. Frauer. Okay. Früher mussten die Piraten das von Elaine stehlen, um sich zu beweisen. Zumindest haben sie mir das gesagt, als sie mich dazu gezwungen haben. Aber sonst ist hier niemand. Hi, ich arbeite heute westlich des Treibholzstrands und südlich des Sees. Gucken wir noch mal nach. Das ist der Strand. Westlich ist natürlich hier. Südlich des Sees ist irgendwo hier. Wow, Elaine war wirklich fleißig. Ich spreche lieber mit Elaine, bevor ich Limetten von der Stiftung stehle, für die sie so hart gearbeitet hat. Das ist interessant, weil er normalerweise alles mitnimmt, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay.
Hi. Hi. Ich hatte gehofft, wieder auf dich zu treffen. Das hatte ich auch gehofft. Was ist im Voodoo-Laden passiert? Hast du das Geheimnis bekommen? Es gab eine Komplikation. Ist das nicht immer so? Eine große, schwere, rechteckige Komplikation mit 5 Schlüssellöchern und einem Geheimnis im Inneren. Das klingt entmutigend. Was ist mit LeChuck und Captain Madison? Seltsamerweise waren sie nicht da. Nun, sei vorsichtig. Das ist richtig. Da geht doch wieder alles schief. Wie meistens. Wie geht es mit deinem Projekt voran? Das Projekt ist auf ein Hindernis gestoßen. Wie du siehst, haben wir jede Menge Limetten, aber die Leute weigern sich, sie zu nehmen. Sie sagen, sie mögen den Geschmack nicht und glauben nicht, dass sie bei Skorbut helfen. Und sie wollen keinen wertvollen Laderaum opfern, der für Beute genutzt werden kann. Als gewählte Amtsträgerin hätte ich einen Erlass erlassen können. Aber als Privatperson muss ich die Leute überzeugen. Ich habe es mit diesem Flugblatt probiert. Ja, ich habe einen Teil davon gelesen. Ich weiß, es ist furchtbar trocken. Aber die Fakten sind da. Oh. Hast du mal versucht, eine andere Schriftart zu verwenden? Comic Sans zum Beispiel. Ja, aber ich brauche eine kleine, damit alle Informationen draufpassen. Ja, weil man ja weiß, auch wenn man Präsentationen macht, möglichst klein schreiben, damit möglichst viel auf die Folie passt. Wie wäre es mit Aufzählungspunkten? Das könnten kleine Limetten sein. Aber die Leute mögen doch keine Limetten. Das ist doch das Problem. Gutes Argument. Was wäre, wenn der Text zentriert statt linksbündig wäre? Irgendwie glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied machen wird. Ich bin mir nicht sicher, was ich dir sagen soll. Es ist im Grunde ein Verkaufs- und Marketingproblem. Und keiner von uns ist ein Experte in diesen beiden Bereichen. Ich verstehe, was du meinst. Ich werde das Flugblatt aufbewahren. Vielleicht finde ich einen Vertriebs- und Marketing-Experten, der es sich ansieht. Okay. Wie kommt es, dass das Bild von uns auf deinem Schreibtisch in 2 Teile zerrissen wurde? Tut mir leid, dass du das gesehen hast. Es gab einen Zwischenfall mit einer Möwe. Sie ist mit dir in die Limettenhaine geflogen. Ich habe gesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Ich verstehe. Hast du ein paar Limetten übrig? Du kannst ein paar mitnehmen. Wie ich schon sagte, habe ich Schwierigkeiten, sie zu verteilen. Ich werde jetzt einen Marketing-Experten suchen gehen. Ich werde hier sein, wenn du zurückkommst. Da ist ein Vogel. Ist das der Vogel? Diese Haine sind endlos. Ah! Wow! Oh. Okay. Was ist denn mit deinem Messchen Geisterhühn auf Futter? Das ist kein Geisterhuhn. Das ist eine Möwe. Das ist mir wohl klar, aber ich habe ja nun mal kein Möwenfutter. Limetten und sie. Ja, das sieht wirklich sehr lang aus. Sehr lang und sehr langweilig. Haben wir denn irgendwas anderes, was wir diesem Vogel anbieten können? Fisch.
Also Limetten helfen schon mal nicht. Nee, das geht nicht. Ach ja. Sonst haben wir hier gar keine großen Möglichkeiten. Okay, also wir können ihn einem Fisch geben. Wir müssen offensichtlich mit dem Fisch vorher was machen. Sonst isst er den einfach. Danke. Herzlichen Dank. Ich genoss. Dabei habe ich bis jetzt schon Glück. Alle werden krank, aber ich zum Glück nicht. Vogel hat ein zerrissenes Bild in seinem Nest. Ist das ein Bild von mir? Ja, ich weiß wohl, dass wir das für irgendwas später noch brauchen. Ja. Wow. Ganz offensichtlich kommen wir aber so nicht ran. Na gut, aber dann müssen wir uns noch was anderes überlegen. Gehen wir erstmal aufs Schiff. Ja, das ist Letaks Schiff. Das ist ein treibendes Schiff. Ich glaube, hier oben ist irgendwo der 19. Breitengrad. Halt, Schiff! Wenn man das so nennen kann. Ich habe es selbst gemacht und bin stolz drauf. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Hier, ich habe Limetten. Sehen Sie? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Oha, ja, ich glaube, das erinnere ich noch. Das war ein interessantes Formular. Sind Sie ein Pirat? Ja. Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Plague Island? Nein. Wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben, war es eine Geschäftsreise oder eine Urlaubsreise? Das kann man nicht ankreuzen, das ist eine Entweder-Oder-Frage. Haben Sie Frage 2 beantwortet? Nein. Also ja, habe ich beantwortet mit Nein. Schwierige Frage. Fragen Sie die Metten bei sich? Ja. Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied der Piratenpartei? Nicht. Haben Sie Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6. Ja. Ich werde weder 27 noch 28 beantworten. Führen Sie großes Vieh mit sich? Nö. Würde sagen, tue ich nicht. Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Nein. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Doch, habe ich angekreuzt. Ah! Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt? Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben aber nicht. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Ja, ich war im Winter noch nie auf Bermuda. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Gar keine. Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Nein. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge?
Nö, nicht. Tragen Sie keine Limetten bei sich. Doch, trage ich. 19. Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, überprüfen Sie, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben. Frage 1, sind Sie ein Pirat? Ein Pirat, meine ich. 29 ist die Frage, kreuzen Sie das hier an. Frage 1 angekreuzt und die Frage 29 angekreuzt haben. Und wenn das der Fall ist, soll ich aber nichts machen. Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört und sind davon gekommen? Ja. Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen. Ja. Denke, also bin ich. Ja. Der Nordstern ist im Süden. Nein. Ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Ich führe keine Quizkarten mit. Das stimmt nicht. Die Fragen 2, 3, 5 und 7 und 11 sind Primzahlen. Das ist richtig. Sie haben eine ungerade Zahl von Fragen angekreuzt. Das weiß ich noch nicht. Dafür muss ich ja erstmal alle ankreuzen. Das haben wir angekreuzt, das haben wir nicht angekreuzt. Kreuzen Sie das an, wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben? Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben? Also ankreuzen. Noch ein A. Ich, Kalber Schiefer, schwöre feierlich oder bestätige, dass ich diesen Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da habe ich also eine ungerade Zahl. Das Lustige ist, dass ich dann jetzt aber eine gerade Zahl angekreuzt habe. Also muss ich ja wahrscheinlich hier das Häkchen machen. Dann sind es auch 14. Und 14 ist eine gerade Zahl. So. Haben wir's. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Nun, wir haben gleich zu Beginn ein Problem. Wir erlauben keine Piraten auf Bermuda. Ich muss Sie bitten, diese Gewässer sofort zu verlassen. Hilft es, wenn ich ein mächtiger Pirat bin? Nein. So ein Mist aber auch. Müssen wir also lügen? Ahoi! Ahoi! Erlaubnis an Bord zu kommen. Das können wir dir leider nicht erlauben. Erlaubnis an Bord zu kommen, Sir. Das ist keine Frage des Protokolls. Obwohl wir ein gutes Protokoll zu schätzen wissen. Lässt du mich jetzt ausreden, oder was? Das tust du offensichtlich gern. Auf diesem Schiff gab es einen tödlichen Ausbruch von Skorbut. Wir stehen unter strenger Quarantäne, damit wir andere nicht mit diesem tödlichen Erreger anstecken. Okay. Ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. Das weißt du nicht. Die beste Freundin des Onkels der Mutter meines Cousins sagt, dass es so ist. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Versuch nicht, uns mit deiner wissenschaftlichen Quacksalberei hereinzulegen. Wenn Skorbut nicht ansteckend wäre, würde nur eine Person daran erkranken. Ja, ist doch klar. Woher habt ihr die coole Flagge mit den vielen Löchern? Die kommt mir bekannt vor. Wir haben sie im Meer treibend gefunden. Es ist eine von Bella Fischers Flaggen. Sie hat sie wahrscheinlich verloren, als ihr Schiff unterging. Wir haben Angst, sie runterzunehmen und die Skorbutgötter zu beleidigen. So etwas wie Skorbutgötter gibt es nicht. Warum gibt es dann Skorbut? Beantworte mir das. Versucht es mal mit Limetten. Sie helfen gegen Skorbut. Wo hast du das denn gehört? Ist das noch mehr von deinem wissenschaftlichen Hokuspokus? Du musst gehen, bevor du Skorbut bekommst.
Schaut euch dieses Flugblatt über Limetten an. Ascorbinsäuremangel, Kollagensynthese, Schleimhäute. Hey, das ist ein Haufen wissenschaftlicher Blödsinn. So etwas brauchen wir hier nicht. Das ist alles nur ein Trick, um unsere Beute zurückzuverfolgen. Als ob du irgendeine Beute hättest. Tschüss. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Skorbut beißt. Ich wusste, dass es schlimm ist. Okay. Versuchen wir es nochmal nach Bermuda. Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Mr. Elaine Marley. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Bin ich hier ein Pirat? Nein. Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Black Island? Nein. Nein? Wenn Sie Frage 2 beantwortet, ja, tragen Sie mit, meine ich, ja. Sind Sie Mitglied der Piratenpartei? Nein. Haben Sie 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Ja. Das stimmt nicht. Führen Sie großes Vieh? Nein. Ja. Hab ich. Ja. Das war Frage 11. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Das Ankreuzen, das Nicht-Ankreuzen. Frage 25 haben wir nicht angekreuzt. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben. So. Also gut, dann wollen wir mal sehen. Gute Antwort. Interessant, dass Sie das angekreuzt haben. Schöne Handschrift. Das nicht anzukreuzen war klug. Okay, das sieht gut aus. Sie können mit voller Zustimmung der Hafenbehörde von Bermuda weiterfahren. Na, endlich. Diese kleine Insel hier am Rand habe ich tatsächlich übersehen beim ersten Mal. Also nicht, dass ich da gar nicht hingekommen bin, aber es hat lange gedauert. Ich kann nicht sehen. Wie hast du mich gefunden? Ich bin nur hergesegelt und da warst du. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Bist du allein? Zurzeit? Im Himmel sei Dank. Ich bin Ned Filigree, Buchhalter. Ich will nicht unhöflich sein. Es ist nur so, dass ich mich gerade verstecke. Tun wir das nicht alle manchmal? Vor wem hast du Angst? Naja, hast du von Stan S. Stanman gehört? Der Name kommt mir bekannt vor. Gott sei Dank haben sie ihn auf Bermuda weggesperrt. Er wird noch lange, lange Zeit im Steinbruch Eis hacken. Ich kann nicht anders, als nervös zu sein. Aber ich schätze, dass ich noch Jahrzehnte vor mir habe, bevor ich mir wirklich Sorgen machen muss. Wie kommt es, dass du Angst vor Stan hast? Ich habe ihn immer als ziemlich harmlos empfunden, außer in wirtschaftlicher Hinsicht. Sicher, aber man kann nie wissen, was jemand wie Stan tun wird. Er hat kein Moralempfinden. Da ist dieser Begriff wieder. Wie ich schon sagte, bin ich froh, dass er für eine lange Zeit sicher im Steinbruch von Bermuda festsitzt. Du bist wohl ziemlich gut in Mathe. Ich bin ein kreativer Buchhalter. Mathematik spielt da keine Rolle. Bist du gut? Beurteile mich nicht danach, wo ich wohne. Ich habe nur ein paar Rückschläge erlitten. Das ist alles, was ich mir im Moment leisten kann. Aber es ist nur vorübergehend.
Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das ist ein guter Schritt. Ich habe gehört, dass das Geheimnis ein einzigartiger, immaterieller Wert ist. Was bedeutet, dass du ihm jeden beliebigen Wert zuweisen kannst. Und da es sehr alt ist, kannst du eine Menge Abschreibungen geltend machen. Moment, willst du mir etwa sagen, dass ich für das Geheimnis Steuern zahlen muss? Nicht, wenn man es schlau anstellt. Ich werde die Insel ein bisschen erkunden. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes findest. Ganz ruhig, Ned. Er kommt nicht. Schönes Bild von dir. Wo ist die andere Hälfte? Kein Kommentar. Kann ich das Bild haben? Nein! Das wäre seltsam. Er sitzt für viele Jahre. Das ist eine sehr schöne Truhe, die du da hast. Was ist da drin? Alles, was ich besitze. Die Früchte des Lebens eines Mannes. Die Messlatte, an der ich gemessen werde, wenn ich nicht mehr bin. Es ist vor allem Papierkram. Okay. Hallo? Ist da oben jemand, der auf dem Deck patrouilliert und bereit ist, mich ins Meer zu werfen? Die Luft scheint rein zu sein. Hoffe ich. Es sei denn, es ist eine Falle. Du bist eine Schande für den Berufsstand der Piraten. Ich konzentriere mich im Moment mehr auf den Beruf des Überlebenskünstlers. Danke. So weit, so gut. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. Hm. Interessant. Also, offensichtlich bin ich Guybrush Threepwood. Freut mich, dich kennenzulernen. Nochmal. Ich nehme an, das ist diesmal deine echte Haut? Ja, tut mir leid, dass ich dich mit den anderen zwei ausgetrickst habe. Zwei? Mit der einen. Mathe ist nicht mein bestes Fach. Wie auch immer, mach dir keine Gedanken darüber. Du bist LeChucks Rivale, nicht meiner. Ich habe bessere Dinge, um die ich mich kümmern kann. Außerdem hat mir das Buch gefallen, das du mir mitgebracht hast. Wo sind alle? Flambé ist oben im Krähennest. Die Chancen stehen gut, dass er schläft. Iron Rose sagte, dass sie eine Besorgung machen wollte. Der Rest ist mit LeChuck auf das andere Schiff gegangen. Könnte das das Schiff von Captain Madison sein? Ich glaube, ja. Interessant. Mhm. Sag LeChuck nicht, dass ich hier war, okay? Ah, keine Sorge. Ich würde nicht riskieren, ihn so wütend zu machen. Er wird manchmal ein bisschen unheimlich. Warum hat Flambé noch gleich einen Job? Er macht doch gar nichts. Er ist nützlich, wenn wir nachts Dinge unter der Wasseroberfläche reparieren müssen. Warum hat Flambé noch gleich einen Job? Er macht doch gar nichts. Er ist nützlich, wenn wir nachts Dinge unter der Wasseroberfläche reparieren müssen. Ja, ja, hab ich schon geklebt. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. So, aber er ist offensichtlich auch ein Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Weißt du was? Ich glaube, deine Geschichte würde wirklich von etwas blumiger Sprache profitieren. Wenn ich zum Beispiel einen Fisch am Haken habe, sage ich nicht nur, dass ich einen Fisch am Haken habe. Ich sage, da war ein majestätischer Fisch, der wie flüssiges Silber glitzerte, durch die Wellen raste und meine Schnur streckte wie die Wahrheit im Mund eines Schuljungen. Aha, das scheint ein bisschen spannender zu sein. Willst du es mal versuchen? Okay. Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Und dann, ganz plötzlich... wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Umwerfend. Ich kann sehen, dass du deine Flügel ausbreitest. Sprich weiter mit anderen Seeteufeln
und du wirst wirklich lernen zu fliegen. Das werde ich tun. Ja, da haben wir offensichtlich was gelernt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auf diesem Schiff noch was anderes machen müssen. Ist ja offensichtlich nichts, was wir nicht schon mitgenommen hatten. Von daher ziehen wir uns zurück, würde ich sagen. So, genau. Dann haben wir noch die Möglichkeit, nach Terror Island zu segeln. Ich bin sicher, dass du hier in Sicherheit bist. Kümmere dich um deine eigene Haut, Fleetwood. Ich habe keine Haut. Da ist was dran. Der Tod wartet auf alle, die eintreten. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Das ist ja ermutigend. Ruhe in Stücken. Riesiger Strand. Hemmnisvolle Lichtung, verschlungener Pfad, unglücklicher Ort. Oha. Es ist keiner der goldenen Schlüssel, aber in meinen Augen ist jeder Schlüssel ein guter Schlüssel. Dieser Ort gibt mir dieses Gefühl der Einsamkeit. Ich gehe besser weiter. Ja, leicht ist das besser. Ist aber auch nicht. Stein und Geschrupp. Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und habe nichts zu befürchten. Das sage ich mir einfach immer wieder. An den schlimmsten Orten gibt es Pilze. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. Ja. Da ist offensichtlich nichts los. Da ist ein bizarrer Hain. Für einen toten Baum ist er ein wenig zu lebendig. Für einen toten Baum ist er ein wenig zu lebendig. Nur eine Sackgasse. Klingt ein bisschen gruselig, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Ist sonst auch nicht. Also da ist ein Baum und ein furchtbarer Wald, in dem wir zurückkehren können. Sieht so aus, als hätte er die falsche Person als Rückendeckung gehabt. Was mich wirklich stört ist, warum kommen mir diese Piraten bekannt vor? Sieht so aus, als hätte er die falsche Person als Rückendeckung gehabt. Was mich wirklich stört ist, warum kommen mir diese Piraten bekannt vor? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Solange ich nicht den Verstand verliere und einen kühlen Kopf bewahre, ist alles gut. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Ja, dieser Ort ist mir unheimlich. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Es ist eine alte Öllampe, in der sich ein wenig Lampenbrennstoff befindet. Nehmen wir doch mal mit.
Aber auch keine Quizkarten oder so. Zumindest bisher habe ich keine gesehen. Das ist ein verschlungener Pfad. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich in seiner Nähe haben will. Oh, da klingt es, als würde da irgendjemand schreiben. Es ist abgeschlossen. Oh, wir haben einen Schlüssel. Ich glaube, das Schloss muss unter diesem Schild sein. Da steht XYZZY. Ich kriege es nicht ganz ab. Kriegt es nicht ganz ab. Wir haben ja ein Messer. Wie ist denn damit? Ah. Geht alles kaputt. So. Oha. Haben wir schon wieder einen Zeitslot beendet? Das ging aber auch wieder fix. Gut, dann glaube ich, ist es ein guter Punkt, an dieser Stelle das abzusparen. Und es ist ja auch schon 10 nach 6 wieder. Die Zeit rennt, wie sie immer so rennt. Genau, dann machen wir an dieser Stelle Päuschen und dann gucken wir beim nächsten Mal, was denn nun in der dunklen Höhle auf Terror Island ist. Ob wir gegebenenfalls einen der goldenen Schlüssel finden und wer diese Schreie im Hintergrund produziert. Genau, das alles und mehr beim der nächsten Runde Return to Monkey Island. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!